Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich sitze für euch wieder in einem neuen Auto. Es ist der neue Ford Explorer. Ja, der vollelektrische neue Ford Explorer hat nichts mehr mit dem alten großen SUV aus USA zu tun. Wird auch in Deutschland gebaut, also genauer gesagt im Werk Köln von Ford. Und ist eine der großen Hoffnungen in Sachen Elektromobilität. Ja, und Ford hat sich schon sehr, sehr früh mit VW darauf eingelassen, die MEB-Plattform zu lizenzieren. Und hat dann ein bisschen gebraucht, bis sie hier auf dieser neuen Plattform den Ford Explorer auf die Beine gestellt haben. Jetzt ist er zu haben und ja, ich teste ihn natürlich. Wie ist dieser Ford Explorer? Ist es im Prinzip nur ein ID.4 in neuen Blech oder ist er sogar besser oder was ist denn überhaupt anders als bei VW? Wie ist die Ladeleistung? Wie ist die Praxistauglichkeit? Wie ist die reale Reichweite? Und all das, das schauen wir uns natürlich heute an. Ich fahre wieder auf die Reichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven und zurück. Wetter ist heute so ein bisschen diesig, bisschen Hochnebel. Wir haben es so um die, was haben wir denn, 20 Grad sollen heute noch werden. Also eigentlich gar nicht so schlechte Bedingungen, auf jeden Fall kein Regen. Und das sind doch super Voraussetzungen für so einen Reichweitentest. Das wird mit Sicherheit spannend, deswegen bleibt unbedingt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Der neue Ford Explorer. Ja, wenn man hier einsteigt, dann muss ich sagen, hat man erstmal überhaupt nicht das Gefühl, dass man in einem VW sitzt. Allerdings sieht der Schlüssel ziemlich genauso aus wie bei VW, nur dass hier ein Ford-Logo drauf prangt. Aber der Rest, muss ich sagen, das wirkt doch gleich ganz anders als in den IDs. Also der Innenraum sieht ein bisschen grau gehalten. Die Sitze sind so Kunstleder mit Stoff. Sehr schön. Das ist übrigens die Extended Range Version, nicht die Premium-Variante, sondern in der Standardausführung. Allerdings mit allen Assistenzsystemen ausgestattet, hat einen 77 Kilowattstunden Akku, also netto, so kennt man das ja auch von der MEB-Plattform. Und der Rest ist hier doch relativ eigenständig, abgesehen vom Äußeren natürlich, aber auch das Interieur sieht völlig anders aus als im VW. Es gibt allerdings so zwei, drei Kleinigkeiten, die sie einfach eins zu eins übernommen haben. Das sind zum Beispiel die Lenkstockhebel, das ist zum Beispiel hier die Lichtsteuerung. Und das sind leider, muss ich sagen, nämlich auch diese Touch-Tasten auf dem Lenkrad. Hier bei Ford sind sie mit blauer Schrift versehen, aber funktional sind sie doch relativ gleich. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie da vielleicht ein bisschen gelernt hätten aus der Kritik, die VW ja bekommen hat, deswegen uns das hier ein bisschen verbessern. Haben sie aber nicht gemacht. Gut, bedienen kann man es natürlich trotzdem. Inzwischen haben wir uns ja doch irgendwie alle daran gewöhnt. Was auch noch ziemlich auffällig ist, ist das Lenkraddisplay, also Tacho-Display. Das haben sie mehr oder weniger auch eins zu eins von VW übernommen. Auch das ganze Layout dieses Displays ist sehr, sehr ähnlich. Und da haben sie dann nur so eine Plastik-Umrandung drum gemacht mit so zwei Ohren. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Optisch finde ich es jetzt nicht so ganz gelungen, zumal das auch alles so Klavierlack ist. Das gefällt mir jetzt nicht so. Da hätte ich mir gewünscht, die hätten da einfach ein rechteckiges Display gemacht. Aber das war wahrscheinlich so im Baukasten dabei und musste deswegen so verwurstet werden. Komischerweise jetzt das Zentraldisplay, das ist halt wiederum ganz anders. Es ist nämlich überhaupt nicht quer, sondern es ist hochkant. Was mir persönlich doch sehr, sehr gut gefällt. Und ihr habt ja vielleicht schon öfter gehört davon, von diesem Private Locker hier. Ja, das ist eine ganz pfiffige Idee. Dieses Display kann man verschieben. Also man kann es auch senkrecht stellen, ne? Also je nachdem, wie es so blendet. Und darunter ist ein sehr großes Fach, also ergänzend zum Handschuhfach. Und wenn der Wagen abgeschlossen ist und das Display runtergezogen ist, dann ist es auch verriegelt. Also das heißt, das ist hier sowas wie so ein kleiner Privatsafe im Auto. Finde ich eine ganz witzige Idee. Auch, dass man das Display so bewegen kann, ist ganz nice. Ja, leider Gottes auch diese mega breite Klavierlack-Einfassung hier vom Display und hier so komische Ohren auch wieder an einem Zentraldisplay. Designtechnisch brauche ich das jetzt nicht. Ich hätte es besser gefunden, es wäre irgendwie clean gerade.
Auch diese Klavierlackoptik hier in der Mittelkonsole hätte ich mir doch vielleicht irgendwie matt gewünscht. Aber ansonsten, Materialien hier sehr, sehr schön, alles weich gummiert, so grau, schwarz. Sieht eigentlich sehr, sehr stilsicher aus, passt super zum Interieur. Und dann fällt noch auf, dieses Ding hier, das sieht so ein bisschen aus wie aufgepfropft. Das ist eine Soundbar und zwar von Bang & Olufsen. Wir haben hier eine Bang & Olufsen Soundanlage drin und ich kann euch sagen, die klingt auch richtig gut, sehr crispy und klar. Also das ist wirklich eine der besseren Soundanlagen in Autos und da haben sie doch einen ganz guten Deal gemacht, dass hier Bang & Olufsen drin ist. Ob das jetzt optisch ja, so ein Hingucker ist oder eher ein Weggucker, das müsst ihr entscheiden. Ich finde es doch eigentlich ganz witzig, weil sowas hat man woanders so eigentlich auch noch nicht gesehen. Ja, neben der Software, die wir uns später nochmal angucken, haben wir natürlich hier auch eine Ladeplanung und die gesamte Software ist sehr, sehr stark an VW orientiert. Einige Screens sind zumindest, was die Funktionalität und die Inhalte angeht, doch relativ identisch. Ich muss auch sagen, es reagiert sehr, sehr flüssig. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Und wir haben ja auch hier diese Kacheln, nur dass sie eben hochkant angeordnet sind und nicht quer wie bei VW. Die kann ich genauso konfigurieren, indem ich lange drauf drücke. Dann habe ich hier verschiedene Dinge, die ich da hinziehen kann. Das ist alles wunderbar gelöst. Ladeplanung, wie gesagt, testen wir später. Und bei der Mittelkonsole, ja, da fällt auf, dass es hier zwar wunderschön umrandet ist mit so dunkel gebürsteten Metallimitat. Das ist Plastik. Darf man ruhig mal so laut sagen. Aber hier in der Mitte ist halt sehr viel offen, nämlich zwei Cupholder mit Klavierlackeinfassung und hier zwei induktive Ladeschalen, wo das Handy reinpasst. Alles auch mit Klavierlackeinfassung. Und dann haben wir hier noch einen Ein-Ausschalter für das Infotainment-System, irgendwie eine Aktivierung für die Parkkameras und hier so ein Slider für die Lautstärke der Medien. Muss aber dazu sagen, dass wenn das Licht hier reinfällt, das spiegelt dermaßen, man kann es überhaupt nicht erkennen, dass hier überhaupt ein Slider ist für die Lautstärke. Das habe ich erst viel später gesehen. Vorher ist mir das gar nicht aufgefallen. Geschweige denn, dass man irgendwelche Symbole hier lesen könnte. Dann gibt es noch zwei Cupholder und hier ein großes Fach in der Mittelkonsole, was wirklich tief ist. Da verschwindet mein ganzer Arm drin. Also da hinten geht es auch noch mal rein. Und da gibt es halt so lustige Inlays dafür, die man sich sogar selbst ausdrucken kann mit einem 3D-Drucker. Da bietet Ford entsprechende Dateien. Das ist doch mal cool. Dann muss man die nicht bei Shop for Tesla kaufen, sondern kann sie sich selbst ausdrucken. Dann kommen wir aber mal zum Thema Software. Wie gesagt, MEB-Plattform, die Software ist adaptiert, aber nicht eins zu eins. Ford hat sich hier doch was Eigenständiges ausgedacht, wenn auch Grundzüge doch relativ identisch sind. Man findet sich also als VW-Benutzer hier doch relativ sofort zurecht. Ich finde aber, dass diese Software, vielleicht liegt es daran, dass sie hochkant ist, erstens ein bisschen schöner gestaltet ist und für mich tatsächlich übersichtlicher wirkt. Und auch hier so ein Geräusch beim Wischen, so ein Wupp. Finde ich ganz interessant. Hier die Apps, die man aufrufen kann, hier die Fahrzeugsteuerung, hier die Modi, es steht aktuell auf Normalmodus, hier die Benutzerauswahl und das Ganze ist doch ziemlich responsive. Hier unten habe ich auch noch die Klimasteuerung und da komme ich rein, indem ich hier auf das Lüftungssymbol klicke. Da habe ich hier so ein Screen und das hat so ein bisschen den Eindruck, als könnte man hier irgendwas verstellen. Ich kann aber hier nur die Richtung einstellen, wo die Luft herkommt, also Frontscheibe oder direkt auf dem Körper oder eben Fußraum. Ich habe hier ansonsten manuelle Lüftungsdüsen, wo ich auch, indem ich sie nach links schiebe, die Lüftung quasi komplett verschließen kann. Und das wundert mich jetzt so ein bisschen, weil hier wird nichts in Blau angezeigt und die Lüftung ist auch verschlossen. Aber jetzt öffne ich sie mal. Jetzt kommt hier auch Luft raus. Aber hier müsste es doch jetzt blau werden. Ja, passiert nicht. Gut. Auch diese Software ist ja nicht perfekt. So, jetzt schauen wir uns mal die Ladeplanung an, ob die optimal funktioniert. Navigiere nach München. Meintest du München? Ja. Okay, München Zentrum. Gute Fahrt. Wurden mir wieder 6 Münchens angeboten. So, die Route ist berechnet. Das ging richtig schnell. Okay, hier ist mein Reichweitenkreis, hier sind Alternativrouten und hier sind auch Symbole für Ladestationen. Die sind da schon da. Er hat aber gar nichts gesagt. Ausgewählte Route übernehmen. Okay. Also, dass er irgendwie Ladestopps einplant, hat er nicht gesagt. Hier ist aber so ein Strich,
den kann ich reinziehen und dann habe ich hier einerseits so ein Mini-Widget, wo mir Ladestopps angezeigt werden. Hier ist also quasi mein Standort und dann habe ich 1, 2, 3 blaue Ladestationen und eine graue und hier eine Zielflagge. Was bedeutet das? Das kann ich weiter aufziehen. Also erster Ladestopp 300 kW ENBW an der A7, dann nochmal 300 kW Allego und dann nochmal 300 kW Aral Puls. Warum die allerdings grau ist? Gute Frage. Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich auch drauf tippen, ne? Dann wird mir angezeigt, ich komme mit 11% an und ich soll bis 32% hochladen, weil ich eingegeben habe, dass ich mit 30 km Restreichweite sowohl an der Ladestation als auch am Ziel ankommen möchte. Auf jeden Fall sieht das doch sehr gut aus. Wird mir auch angezeigt, wie lange ich laden soll. 38 Minuten, 44 Minuten, 10 Minuten. Und das ist doch wirklich klasse. Was haben wir noch? Natürlich eine Filterung oder eine Suche nach Ladestationen. Hier ist der Filter. Filter ist aktiv, alles über 100 kW, freie Ladestation und Ionity und Ford Blue Oval Charge Network. Das wird mir dann hier entsprechend angezeigt. Und dann kann ich mir natürlich Ladestationen entlang der Route anzeigen lassen oder in der Nähe des Ziels. Also funktioniert wunderbar. Kann man sich nicht beschweren. Finde ich tatsächlich so optisch mit diesem kleinen Widget hier, was sich hier so reinblendet, ganz pfiffig. Also gefällt mir. So, kommen wir mal zum Kofferraum vom Ford Explorer. Wir haben hier 536 Liter, wenn die Sitze nicht umgeklappt sind. Wenn sie umgeklappt sind, das kann man im Verhältnis 2 zu 3 machen und eine Durchreiche gibt es hier, dann haben wir 1422 Liter. Und hier gibt es einen doppelten Ladeboden. Das ist ungefähr so 10 cm Höhe, da passt Ladekabel rein, Verbandskasten und so weiter. Und es gibt noch 2 Seitentaschen. Und jetzt müssen wir gucken, ob hier der Hund reinpasst. Na komm. So, jetzt kommst du da rein, ne? Ja, das sieht doch gut aus, ne? Was ist mit der Kopfhöhe? Ja, sieht passend aus, ne? Jetzt machen wir mal zu. Achtung, Kopf weg. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Na, Meiler, hast du Platz? Ja, das sieht doch gut aus, ne? Guck mal, du kannst sogar durchs Seitenfenster rausgucken. Also angenehmes Reisen für den Hund mit genügend Platz hier auch möglich. So, na, hat Spaß gemacht. Jetzt darfst du raus. Na komm. So, ja. Das Geräusch ist irgendwie witzig. So, dann wollen wir uns mal hinten reinsetzen. Platzangebot hinten im Fond. Oh, sehr großzügig. Der Sitz ist jetzt auf mich eingestellt und ich habe hier wirklich viel Platz. Also auch die Füße passen locker unter den Sitz. Die Sitze sind sehr bequem, wirklich schön straff. Ich habe hier keinen Mitteltunnel, ausreichend Platz. Das sieht hier hinten richtig gut aus. Bevor wir gleich starten, aber noch ein kurzer Hinweis auf den Sponsor dieses Videos. Wenn ihr euer E-Auto nämlich möglichst günstig zu Hause laden wollt, dann solltet ihr euch unbedingt mal Tibber angucken. Denn Tibber ist ein digitaler Stromanbieter mit einem dynamischen Stromtarif. Das bedeutet, ihr zahlt da keinen festen Preis pro Kilowattstunde, sondern das Ganze richtet sich nach den Preisen der europäischen Strombörse. Und Tibber verdient nichts am Strom, sondern nur an der Grundgebühr. Die ist 5,99 Euro pro Monat. Das Ganze läuft voll digital, das heißt, ihr habt mit der Tibber-App dann auch Vorhersagen für den nächsten Tag. Also wie werden sich die Stromkosten in 24 Stunden entwickeln? Und damit könnt ihr euer Auto über die Tibber-App automatisch laden, wenn die Strompreise am niedrigsten sind. Also Tibber und Elektroauto, das passt perfekt zusammen. Damit ladet ihr auch noch grüner, denn wenn der Strom günstig ist, dann ist auch am meisten Ökostrom im Netz. Falls ihr jetzt sagt, hey, das wäre auch was für mich mit Tibber, dann habe ich für euch unten in der Videobeschreibung den entsprechenden Link dazu. Also ich würde sagen, schaut da unbedingt mal rein. So, dann würde ich sagen, wir sind startklar. Wir haben die Trips zurückgesetzt, alles auf Null. Jawohl, ich mache auch nochmal den hier auf Null. Zack. Software ist übrigens ziemlich gut zu benutzen, sehr, sehr intuitiv, gefällt mir echt gut. Dann können wir loslegen. Wir gehen jetzt auf unsere Reichweitenstrecke, 130 Kilometer nach Bremerhaven und zurück. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Ja, super Wendekreis hier vom Ford Explorer. Sehr, sehr handlich dieses Auto. Ja, und was sofort auffällt, ist, dass die Fahrwerksabstimmung hier beim Ford
anders ist als bei VW. Ist deutlich straffer, aber nicht unkomfortabel. Und ja, also Leute, was sie hier gemacht haben, ist diese ganze Beschleunigungskurve ein bisschen angepasst. Die ist deutlich direkter. Also dieser Punch, der ist hier in Ansätzen tatsächlich vorhanden. Also bei VW ist es ja doch eher ein bisschen reduziert, dass man beim Gasgeben nicht sofort nach vorne schießt. Und ich bin hier im Normalmodus, nicht mal im Sport. Hier beim Ford, boah, ja, da kommt schon was, ne? Das ist hier deutlich anders. Und ehrlich gesagt, finde ich es tatsächlich geiler. Ja, die Gullideckel hier auf meiner Spezial-Gullideckel-Strecke, die merkt man hier deutlich. Aber wie gesagt, ist nicht unkomfortabel. Soll offensichtlich so den sportlicheren Charakter des Explorers ein bisschen herausstellen. Das merkt man ja auch, wie gesagt, schon an der Beschleunigungskurve. Und der Rest ist ja doch mehr oder weniger Standard. Ich habe die Fahrstufen D und B. Also D ist dann eben die Standardstufe. Da segelt man mehr. Und B ist die Rekuperation. Die habe ich jetzt eingestellt. Und dann will ich doch gleich mal eben kurz Gas wegnehmen und mal schauen, wie es sich verhält. Ja. Ich meine, es ist so ein bisschen dezenter als bei VW, aber das ist natürlich rein subjektiv, würde ich jetzt nicht beschwören, aber es ist sehr, sehr gering, die Rekuperation. Dieses One-Pedal-Driving ist hier nicht wirklich möglich, weil man am Ende auf jeden Fall auch noch bremsen muss. Aber B ist so die Stufe meiner Wahl, damit fahre ich ehrlich gesagt am liebsten. Fahrgeräusche hört man hier so gut wie gar nicht, also man kann erahnen, dass draußen irgendwie ein künstlicher Sound ist, aber hier drinnen hört man den so gut wie gar nicht, auch sonst sehr ruhig. Ein bisschen Geräusche vom Fahrbahnbelag, aber das war's. Und aber selbst die Warntöne hier von der Software, gerade bei der Geschwindigkeitsbegrenzung Tempo 30, wenn ich jetzt 32 fahre, dann fängt es ja wieder an zu bimmeln, sind 1:1 die Töne von VW. Also die kennt man dann schon. Da habt ihr es gehört. Ja, beschleunigungsmäßig, da bleiben hier echt keine Wünsche offen. Der Explorer hier in der Hinterradversion beschleunigt in 6,4 Sekunden von 0 auf 100. Das ist echt ordentlich. Hat den Heckmotor, wie gesagt, 210 kW, 286 PS, aber 545 Newtonmeter. Das geht hier echt gut nach vorne. Ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt auf die Autobahn. Wir haben es noch nicht 20 Grad, es ist aktuell 14,5, also durchaus etwas kühler. Und da bin ich mal gespannt, wie der Verbrauch hier ist am Ende vom Explorer. Weil Ford wirbt ja damit sogar, dass der Explorer eine sehr, sehr außergewöhnlich hohe Reichweite hat. Angegeben sind 602 Kilometer Reichweite nach WLTP. Das wird er natürlich heute auf der Autobahn nicht schaffen. Aber man darf gespannt sein, ob er dann am Ende doch wirklich effizienter ist als die ID-Familie. Da bin ich echt gespannt drauf. Assistenzsysteme sind ja natürlich auch alle vorhanden, ist ja mehr oder weniger sowas wie der Travel Assist bei VW. Hier heißt es Adaptive Cruise Control. Funktioniert auch gut. Ja, man muss die Lenkung natürlich ab und zu mal übernehmen. Ja, ansonsten ist die Einstellung doch relativ gleich. Und so wie es jetzt sich anfühlt, fährt er auch eigentlich genauso wie der Travel Assist. Also das ist doch schon mal positiv. Gestartet sind wir übrigens mit 372 Kilometer Reichweite und wir hatten 72% im Akku. Und wir waren nicht ganz voll, denn ich will ja nachher noch einen Ladetest machen und da wäre es echt ungünstig, wenn der Akku bei 100% wäre. Dann müsste ich ihn ja komplett leer fahren und das sind ja dann im schlimmsten Fall 600 Kilometer. Das schaffe ich heute nämlich nicht. Ja, jetzt auf der Autobahn bei 120, da ist das Geräuschniveau nach wie vor sehr, sehr niedrig. Man hört allerdings doch deutlich den Straßenbelag. Ich glaube, dass er nicht ganz so leise ist wie die IDs. Ist aber jetzt erstmal rein subjektiv. Aber ist dennoch immer noch sehr, sehr angenehm. Schön ruhig und komfortables Fahren. Wir haben ja hier die Heckantrieb-Variante. Es gibt ja noch den Allradler.
Der ist ja noch ein bisschen teurer und der hat, glaube ich, eine 2 Kilowattstunden größere Batterie, wenn mich nicht irre. Hier sind, wie gesagt, die 77 Kilowattstunden netto drin verbaut und Ladeleistung soll hier 135 kW betragen. Der Allradler soll dann 185 kW haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch für diesen hier gilt. Das werden wir natürlich nachher herausfinden, wenn wir die Reichweitenstrecke absolviert haben. Dann geht es an den Schnelllader wie üblich und dann nehme ich eine Ladekurve auf. Interessant ist, was ich finde, dass Ford ja die MEB-Plattform lizenziert hat. Warum macht man das? Weil man natürlich die Entwicklungskosten für eine eigene E-Plattform scheut, sie sparen möchte und auch möglicherweise einen Zeitvorteil haben möchte. Und am Ende sollte dabei natürlich herauskommen, dass die Autos günstiger angeboten werden können. Ja, ob das jetzt wirklich so geklappt hat hier beim Explorer, das sei mal dahingestellt, denn auf dem Papier jetzt ist er, wenn man den Wagen konfiguriert, tatsächlich ein bisschen teurer als ein ID.4, der gleich konfiguriert ist. Und das verwundert mich dann schon. Also den Wagen, so wie ich ihn jetzt hier konfigurieren würde, entspricht mehr oder weniger hier dieser Ausführung. Da liege ich so bei 51.500. Starten tut es hier bei 48.000, lassen mich überlegen, 350 oder so. Es gibt aber jetzt gerade einen Erstkundenrabatt bei Ford, da ist der Wagen ein bisschen günstiger und am Ende ist das, was man wirklich bezahlt, ja möglicherweise ohnehin Verhandlungssache. So, inzwischen sind wir bei Tempo 130 angelangt. Wir haben Tempomat laufen und aktuell nach, was haben wir denn, 22 Kilometern liegen wir bei 19,4 Kilowattstunden. Das ist eigentlich so in dem Bereich, wie ich das erwartet habe und wird vielleicht ja noch ein bisschen sinken. Mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Die Sitze, die hier verbaut sind, sind übrigens sehr komfortabel, haben natürlich auch eine Massagefunktion, alles elektrisch einstellbar. Drei Memory-Positionen, sind das drei? Nein, es sind nur zwei Memory-Positionen und sehen auch wirklich gut aus. Dieses Kunstleder mit dem Stoff drin, also mir gefällt das optisch sehr, sehr gut. Schöner Seitenhalt, die Sitze sind straff, also mir gefallen die echt ausgezeichnet. Da ist wirklich so bequemes Reisen auf Langstrecke kein Problem. Und wo Ford auch ein bisschen gespart hat, ist hier an den Fensterhebern. Es gibt nämlich nur zwei Stück. Wir haben natürlich vier Fenster. Also wenn man die hinten senken will, dann muss man hier auf Rear drücken und dann kann man die hinten runterfahren. Und ansonsten, wenn man da wieder drauf drückt, dann ist das hier für vorne. Also haben sie sich zwei Hebel gespart. Wie viel Cent mögen das sein? Ein Euro vielleicht? Die Front hier ist ja ganz anders gestaltet als bei VW. Die ist ja viel steiler, nicht so abgerundet. Und man hört hier schon ein bisschen Windgeräusche, gerade so vom Kühlergrill. Spiegel gar nicht, aber so Kühlergrill-Frontscheibe. Da hört man ein bisschen was, jetzt bei Tempo 130. Ansonsten, Reifengeräusche sind nach wie vor sehr ruhig. Fahrbahnbelag hört man ein bisschen. Wir sind hier auf einer Betonpiste. Aber nach wie vor sehr entspanntes Fahren, auch bei Tempo 130. Ja, am Anfang dachte ich hier mit diesem sechseckigen Lenkrad, dass ich damit nicht so gut klarkomme. Ne? Aber es ist wirklich sehr angenehm zu bedienen. Es ist nicht so dick, fasst sich aber sehr gut an. Ich glaube, es ist echtes Leder hier, schön abgesteppt hier. Und ist auch von der Lenkung her sehr, sehr leichtgängig. Kann man jetzt kritisieren, dass man so ein bisschen indirektes Gefühl hat, ja, so ein bisschen schwammig. Ne? Aber mir ehrlich gesagt, mir gefällt das ganz gut. Head-Up-Display natürlich auch hier vorhanden und eine Anhänger-Kupplungsoption habe ich auch. Allerdings Zuglast hier beim Explorer nur 1000 Kilo, Stützlast 75. Und Ford wird übrigens Ende des Jahres noch eine Version mit kleinerem Akku nachschieben. Das dürfte dann auch so die 58 Kilowattstunden Variante sein, also sowas wie Standard Range. Die ist dann, glaube ich, bei 41.000 und ein paar zerquetschte. Das ist natürlich dann eher nur für die, die hauptsächlich im urbanen Umfeld unterwegs sind, weil dann die Reichweite doch deutlich geringer ist. Und mit der Ladeleistung weiß ich noch nicht so genau, wie die sein soll. Überhaupt ist das hier so ein bisschen dann die Krux, wie die Ladeleistung sein wird.
Ja, jetzt kommt hier kurz vor Bremerhaven eine kleine Baustelle. Tempobegrenzung auf 100. Der Adaptive Cruise Control senkt sofort die Geschwindigkeit, weil das Verkehrsschild erkannt wurde. Ja, läuft perfekt, würde ich sagen. So, wir sind 61 Kilometer unterwegs. Gleich fahren wir wieder runter und dann geht es wieder auf die Rücktour. Und ich bin echt gespannt. Momentan ist der Verbrauch unter 20 Kilowattstunden. Also, das hört sich ziemlich gut an. So, 64 Kilometer, wie üblich, 19,0 Leute. Also das ist doch mal ein sehr, sehr guter Wert. Wir haben es immer noch 15,5 Grad draußen, also nicht wirklich warm. Ist allerdings, wie gesagt, sehr ruhig, kein Wind und so. Sehr entspannte Fahrt hier mit dem Ford Explorer und der Verbrauch, der kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben jetzt noch 57% im Akku. Gestartet sind wir ja mit 72. Also da haben wir 15% jetzt verbraucht für 64 Kilometer. Ja, das kann sich echt sehen lassen. Und ich muss mich hier bei dem Explorer echt dran gewöhnen, dass der doch so einen relativ großen Punch hat. Wenn man jetzt hier mal ein bisschen Gas gibt, dann drückt der echt ordentlich nach vorne. Ja, und was auch schön ist, ist halt wirklich diese funktionierende Verkehrszeichenerkennung und dann eben die adaptive Geschwindigkeitsanpassung. Gerade hier, Ausfahrt Bremerhaven, da ist da 60, da ist 50, da ist 80. Und wenn man den Adaptive Cruise Control anhat, dann passt er das alles automatisch an. Man muss sich um nichts kümmern. Das ist richtig klasse. Schade, dass das nicht alle Autos so können. Obwohl das Tacho-Display so klein ist, werden hier jede Menge Informationen dargestellt. Natürlich kann ich das noch mit den verschiedenen Bildschirmen, die ich hier habe, konfigurieren. Also ob ich jetzt reduzierte Darstellung haben möchte oder eine ausführliche. Ich habe in jedem Fall die große Geschwindigkeitsanzeige, natürlich Prozentanzeige des Akkus, Reichweite des Akkus, die Assistenzsysteme kann ich mir hier rein konfigurieren. Die Trip-Anzeige, das heißt gefahrene Strecke, Durchschnittsverbrauch ab Start, ab Laden oder Langzeit, die aktuelle Außentemperatur, dann natürlich die aktuell erkannte Geschwindigkeit mit dem kleinen Verkehrszeichen. Also das ist ziemlich viel für so ein kleines Display, aber alles das, was man als Fahrer gerne haben möchte. Und von daher würde ich sagen 100 Punkte. So, wir liegen jetzt bei 100 Kilometer Strecke, 19,7 im Durchschnitt und wir haben 47% im Akku. Das heißt, wir haben 25% verbraucht für 100 Kilometer. Ja, das macht bei 100% 400 Kilometer. 400 Kilometer Reichweite bei Autobahngeschwindigkeit 130. Ja, das ist doch Respekt. Zumindest ist das jetzt der errechnete Wert. Wir sind aber noch nicht da. Am Ende wird es vielleicht ein paar Kilometer weniger sein, aber das ist doch schon mal sehr, sehr respektabel. Eins bin ich euch übrigens noch schuldig, nämlich die Höchstgeschwindigkeit. VW begrenzt die ja bei den meisten Modellen auf 160 km/h. Hier beim Explorer, da können wir 180 km/h schnell fahren. Ja, das finde ich doch viel, viel angenehmer. So, wir sind wieder zu Hause angekommen und jetzt schauen wir uns mal die Werte an. Auf dem Tacho stehen 128 Kilometer Strecke, Durchschnittsverbrauch 18,8 Kilowattstunden. Das ist wirklich ein super Wert, also kann man nicht anders sagen. Wir haben noch 191 Kilometer Restreichweite und 41% im Akku. Das heißt, wir sind 31% vom Akku haben wir verfahren. Und das für knapp 130 Kilometer Strecke. Das heißt, mal 3 sind immer noch keine 100%, das wären dann 390. Also die 400 Kilometer tatsächlich, die sind hier mit dem Ford Explorer auf so einer Strecke wie heute absolut drin. Wir hatten es wie gesagt 15, 16 Grad, war sehr ruhiges Wetter und Autobahn bei 130, da muss man erstmal die 400 Kilometer schaffen. Das kann auch nicht jedes Auto mit dem Akku von sich behaupten.
Das sollte doch wirklich auch für Langstreckenfahrten locker ausreichen. So, 41% sind noch drin. Wie gesagt, wir wollen noch ein bisschen was laden. Dazu will ich den Wagen noch runterfahren, so Richtung 10%. Das heißt, jetzt geht es nochmal wieder auf die Autobahn, Höchstgeschwindigkeit austesten. Ja, Leute, jetzt laden wir. Wir sind mit 11% angekommen und ich bin wirklich Vollstoff gefahren die letzten 50, 60 Kilometer, was die Straße hergab, beziehungsweise der Verkehr. Und am Ende hatten wir dann für den ganzen Tag jetzt einen Verbrauch von 20,8 Kilowattstunden. Und das finde ich sensationell niedrig. Also ich muss echt sagen, der Ford Explorer hat mich total überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den Wagen so gut finde am Ende. Also das Optische von außen gefällt mir schon mal sehr gut, gefällt mir tatsächlich auch besser als die IDs. Er sieht irgendwie bulliger aus, kraftvoller, ein bisschen charaktervoller und das mag ich irgendwie. Auch dieses Blau, was dieser Wagen hier hat, das passt exzellent zu diesem Auto. Ja, innen ist es ein bisschen schlichter, würde ich sagen, wenn die Materialien auch doch relativ gut sind. Es ist alles weich unterschäumt, nichts wirkt wirklich billig. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel Bling Bling, aber alles solide und gut verarbeitet und eigentlich komplett stimmig zusammen mit den schönen, bequemen Sitzen macht das für mich so absolut Sinn. Auch die Mittelkonsole finde ich gut, das Hochkant-Display finde ich super. Die Software ist wirklich überraschend gut dafür, dass es ja eigentlich nur ein Klon der VW-ID-Software ist. Die Oberfläche sieht ein bisschen netter aus, die Kartendarstellung ist schöner, alles läuft fluffig und wie gesagt, intuitiv zu bedienen und doch einfach zu erschließen. Also was will man da mehr? Reichweitentechnisch, da finde ich es ja besonders überraschend, dass wir hier tatsächlich auf der Autobahn die 400 Kilometer im Sommer zumindest knacken können. Auch das bei Richtgeschwindigkeit. Damit habe ich ja nun gar nicht gerechnet, dass der Wagen doch wirklich so effizient ist. Im Winter sind es natürlich ein bisschen weniger, könnte locker 25% abziehen vielleicht. Nichtsdestotrotz ist der Wagen damit eigentlich komplett langstreckentauglich. Auch hier vom Innenraum, von der Größe, sehr viel Platz hinten. Kofferraum ist relativ groß. Großer Hund passt rein, habt ihr gesehen. Also ich wüsste kaum, was es hier zu kritisieren gibt. Obwohl zwei, drei Punkte gibt es. Also zum einen ist es hier eine reine Elektroplattform und dann haben sie es nicht mal geschafft, bei Ford hier einen Frunk einzubauen. Hat VW schon nicht geschafft, aber ich dachte, naja, vielleicht kriegt Ford es ja hin. Die Motorhaube ist ja eigentlich groß genug. Aber nein, ist leider nicht vorhanden. Der Hauptkritikpunkt ist aber tatsächlich der Preis. Warum muss dieses Auto tatsächlich sogar noch teurer sein als ein ID-Modell? Das erschließt sich mir irgendwie nicht, zumal Ford ja nun nicht mal was für die Entwicklung der Elektroplattform bezahlt hat. Natürlich zahlen sie Lizenzgebühren an VW. Kann natürlich sein, dass die pro Auto dann doch so hoch sind, dass der Preis nicht günstiger sein kann. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich sehr angetan von diesem Auto. Und wenn ihr eine Probefahrt damit macht, seid ihr es ja möglicherweise auch, würde ich euch echt mal empfehlen, wenn ihr so ein Kompakt-SUV sucht für eine kleine Familie, wenn ihr einen Hund habt, wenn ihr Langstrecke fahren wollt, dann ist der Ford Explorer vielleicht das perfekte Elektroauto für euch. Schaut es euch unbedingt an. Und dieser Wagen wurde mir übrigens von Autohaus Woltmann in Bremen zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn ihr also aus Bremen kommt und so ein Auto sucht, Ford Explorer, Autohaus Woltmann in der Föhrenstraße, schaut da mal rein. Die
freuen sich bestimmt. Ja, und ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt mir dann gerne einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.